Rentier für die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Mir reicht es, denn ich bin für eine freie Impfentscheidung. Ich kämpfe für eine tragfähige Wirtschaft sächsischer Unternehmen. Ich bin gegen übergriffige Maßnahmen und für die Wiederherstellung unserer Grundrechte. Ich gehe für eine unabhängige Justiz und freie Medien. Es reicht. Ich habe genug von dieser korrupten Regierung und verlange Politikerhaftung. Und mir reicht es, dass ungebildete Politiker dieses Land ruinieren und fordere Qualifikation von Politikern. Reicht es euch auch? Dann kommt am 29. Oktober um 15 Uhr auf den Theaterplatz in Dresden. Bin, damit die Wahrheit gezeigt wird. Wie die Demonstrationsteilnehmer mit uns umgehen, das ist im Wesentlichen die Stimmung, die uns hier entgegenschlägt bei der AfD-Demonstration in Berlin. Und jetzt erzählen Sie, dass ich haben Sie erfüllt. Es reicht uns als freie und unabhängige Medienvertreter und Journalisten schikaniert zu werden. Und dass unabhängige Berichterstattung durch den politischen Missbrauch der Justiz und anderer Behörden immer wieder verhindert wird. Stopp! Es reicht. Wenn es auch dir reicht, dann komm am 29.10. um 15 Uhr auf den Theaterplatz in Dresden. Habt ihr auch so einen dicken Hals von dem Geschwafel, was in den Medien verbreitet? Oder was die Politik wieder vom Stapel lässt, wo wir wieder sparen sollen, was wir wieder aufgeben sollen? Soziale Gerechtigkeit, Demokratie, Selbstbestimmung und Gleichberechtigung. Das will das Gesundheitswesen natürlich auch. Und andere Initiativen wie die Mahnwache, Bautzen, Dresden vereint, Eltern stehen auf und Querdenken. Es sind natürlich noch viele Initiativen aus und um Dresden mit dabei, die sich da mit anschließen werden. Und eben weil wir alle das Gleiche wollen, laden wir euch am 29.10. um 15 Uhr nach Dresden auf den Theaterplatz ein. Kommt zahlreich, seid viele und denkt immer daran, steh auf und tu etwas. Denn nichts tun verändert nichts. Bis bald.